ich hab's euch ja angedroht. Wir müssen reden. Brew, share, enjoy. Das ist mein Vatertagsgeschenk von meiner lieben Familie. Ein großes Paket. Und ich glaube, ahnen zu können, was da drin ist. Ja. Und entschuldigt bitte die Unsynchronität in den Lippen hier, aber in den ersten 2 Minuten dieses Videos gab es Tonprobleme und die Klimaanlage hat mir halt voll ins Mikrofon geblasen. Daher ist das, was ich labere, jetzt überhaupt gar nicht zu dem passend, was ihr vielleicht an meinen Lippen im Video ablesen könnt. Aber es wird gleich besser. Ja, ein Brauset. Ich habe das ja früher in Deutschland schon gemacht. Ich habe aber meinen Braueimer und die ganzen Ausstattungsgegenstände zurückgelassen und meinem Lieblingskollegen Morschi dagelassen. Der es in den letzten 10 Jahren bestimmt sehr oft genutzt hat. So, dann machen wir das Kartönchen mal auf hier. Vollgepackt. Aufkleber. Dann Bedienungsanleitung. Fast so geil wie so ein Apple-Unboxing. Auch so schicke Bedienungsanleitungen hier. Und Sticker. Guck mal, hier sogar ein Brief. BSE. Ready to start brewing. Ja, herrlich. So, ein Paket im Paket. Oh Gott, das ist schwer. Northern Brewers Homebrew Supply. Und dann ein Deckel. Und dann Plastik. Weg damit. Guck mal hier. Ein Topf. Eine kleine Beule drin. Ja, schick. Und. Eieiei. Zwei Eimer. Noch eine Kiste. Und jedes Töpfchen findet sein Deckelchen. Herrlich. So. Da ist ja noch mehr. Ein Löffel, ein Riesenlöffel und eine Bürste. Geil, geil, geil. Okay. So. Also ich sehe schon, das sind die Eimer, die haben da unten ein Loch ist im Eimer. Aber nur ein Deckel. Zwei Eimer und nur ein Deckel. Alright. What else? Okay. Hier ist so ein Wasserhahn. Und da ist noch einer für den anderen Eimer. Dann. Na hier. Science. Da misst man irgendwie die Stammwürze mit. Ach, hier ist ein Bottle Filler. Hiermit füllt man das Bier in Flaschen rein. Ja, hier ist so ein, genau. Das ist das Fieberthermometer. Nee, das schwimmt dann da drin. Hier machst du irgendwie die Bierprobe rein. Das ist ein Thermometer. Das sehe ich schon hier. Okay, ein Thermometer. So, wir haben also ein Thermometer. Dann hier so ein Siphon. Da kommt Wasser rein. Das sieht man dann, wenn es gärt. Dann blubbert es. Hier, da ist jetzt der Schwimmer. Das Ding hier.
Da kommt das Bier rein, dann der Schwimmer und dann kann man hier irgendwie dran ablesen, wie viel Stammwürze und letztendlich Alkohol das Bier hat oder haben wird. Sehr wichtig. So, machen wir mal Kronkorken. Schöne rote Kronkorken. Oh nein, die wird schon wieder gekrümmt. Aber diesmal wenigstens hat das Ganze einen Sinn. Also eine Kronkorkenquetsche. Was ist das hier? Ach, Reinigungsmittel. Das ist, weil ich nehme an, da hier keine Flaschen dabei sind, zielt das erstmal darauf ab, dass man erstmal Bierflaschen leer trinken muss, bevor man sein eigenes Bier wieder reinfüllt. Okay. Das ist also mein Bier-Krimp-Set ohne Flaschen. Hier ist noch ein Schlauch. Genau, der Schlauch. Ich habe nämlich schon mal, ich blende euch hier oben mal oder da, blende ich euch mal ein Video ein. Hier gab es mal so eine kleine Brauerei-Gesellschaft bei uns im Dorf. Ein paar Jungs, irgendwie so ein diplomierter Biochemiker, der hat hier auch sein eigenes Bier gemacht und er hat einmal im Monat Brewing Nights veranstaltet, Bottling Nights. Und da hat auch jeder, der mitgemacht hat, so einen Eimer voll Bier bekommen. Und da dran war nämlich hier so ein Gerät. So, kommt der Schlauch hier dran. So, dann kommt das hier an den Eimer, an den Emmer mit Bier. Und dann steckst du das hier nämlich in deine Flasche rein und hier unten ist so ein kleiner Schalter, dann geht das auf und dann wird das Bier von unten in die Flasche reingefüllt. Dann schäumt das nicht so schrecklich. Das ist also zum Abfüllen. Sehr gut, dass das dabei ist. Und wie gut, dass ich da schon Erfahrung mit habe. Als alter Bierflaschenabfüller. So. Ja, das war die Hardware. So, was haben wir denn hier noch? India Pale Ale. Das hier scheint also eine Backmischung für Bier zu sein. Herrlich. Oh. Ja, warte mal hier. Hier ist die Hefe. Try Ale Yeast. Wunderbar. Das Hopfen. Premium Hops. Kelvin und Hops. Noch mehr Hopfen. Und noch mehr Hopfen. Was ist das? Koks. Priming 5 Gallon, was ist denn das? Ah, Sugar. Das ist Zucker. Braucht man ja auch, um Alkohol entstehen zu lassen. Hier ist noch was anderes. Hier ist ein Malzextrakt, das ist schon gemahlen. Pilsner Light. Was soll das sein? Ein leichtes Bier oder was? Nein, Bier ohne. Meinst du dazu mit ohne zu bezahlen? Single Hop IPA. Hier ist nochmal Grain Blend. Ach, herrlich. Das ist Küchenzubehör, so wie ich es mag. Oh, das haben wir hier. Oh. Hier ist flüssiges Malzextrakt. Sirup. Und, haha, Etiketten. Guck mal hier. Schön. Und natürlich ganz wichtig, Instructions. Und eine Socke. Keine Ahnung. So, herrlich. So, also ich habe alles, was ich hier brauche, um anzufangen. Hier gibt es den ganzen Hopfen. Zucker. Wobei, da kann man bestimmt auch normalen Zucker nehmen. Aber gut, die wollen ihr Zeug verkaufen. Premium Hops. Ja, und hier das. Also so wie ich das sehe, kann ich hier zwei Biersorten machen. Einmal ein leichtes Pils, quasi für morgens zum Frühstück. Und für zum Abendessen gibt es dann hier ein IPA noch dazu gebraut. Ah ja, das ist Reiniger für die Flaschen, weil ich muss ja hier erstmal meine Bierflaschen leer trinken. Da ist der Topf zum Kochen, Messgeräte. Ach, wunderbar. Ja, das ist ein Unboxing nach meinem Geschmack, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. So. Tja, jetzt noch die Frage. Ich meine, ich weiß ja, ich habe ja den einen oder anderen erfahrenen Brauer unter meinen 191 Folgern. Ähm,
mit diesen Flaschen. Ich meine, das ist jetzt nicht die größte Herausforderung für mich, 50 Bierflaschen leer zu trinken, also solange ich dafür ein paar Tage Zeit habe. Aber ich musste ja dann alle spülen, die alten Etiketten abknibbeln und bla. Ich habe von diesen Corny Cakes gehört, gelesen, also ich habe da schon drüber gelesen. Also es gibt so diese alten Cola Fanta Fässchen, da passen genau 5 Gallonen rein und das hier müssten ja dann 5 Gallonen sein, wenn hier 5 Gallonen Aufkleber dabei ist. Okay, da müsste ich mir halt so ein Fass besorgen, dann brauche ich dazu auch noch so ein Geschläuch, um da Kohlensäure aufs Fass zu geben, Fass zu geben. Und ich brauche eine Kohlensäureflasche. Kostet ja auch ein bisschen was. Aber ist vielleicht, wenn man in die Zukunft blickt und ein neues Heimwerkerprojekt beginne, indem ich einen alten Kühlschrank, der im Keller steht, zu einer Zapfstation umbaue, ist vielleicht das Fass die beste Überlegung. Oder aber Glaskrauler, also diese großen Glasflaschen. Ja, also entweder 50 Bierflaschen leer trinken, spülen, Etiketten abknibbeln und da ist Bier rein. Die muss man natürlich auch noch irgendwo lagern dann, weil das reift ja dann noch 2 oder 3 Wochen in den Bierflaschen nach, das Bier, um Kohlensäure zu bilden. Puh, du Schnieren. Okay, also Möglichkeit 1, 50 Bierflaschen leer saufen. Möglichkeit 2, Glaskrauler. Ja, die müssen auch irgendwo hinstehen, die muss ich mir auch kaufen. Sind auch nicht so richtig günstig, die Dinger. Oder halt dieses olle Bierfass mit dem Geschläuch und der Kohlensäureflasche. Ja, und da jetzt die Frage an die erfahrene Brau-Community unter meiner Lieblings-Community hier auf YouTube. Was soll ich machen? Direkt in die Vollen gehen und so ein Fass hier Döns kaufen? Oder lieber erstmal in Flaschen? Oder vielleicht so ein Mix? Ein bisschen hier, ein bisschen da? Also es ist ja nur so, dass... Wenn ich jetzt eine Ladung Bier fertig habe, oder wenn ich jetzt vorbereite, wenn ich jetzt heute anfange zu kochen, das war halt damals so in Deutschland, vor 10 Jahren, genau, ist das lange her, da habe ich das halt gekocht und dann musste das in diesem Eimer hier mal mindestens 3 oder 4 Wochen vor sich hin gären. Und dann kam es in die Flaschen und hat da noch, ja, da kam Zucker noch mal dazu zum Bier, da wurde die Flasche getan, zugemacht. Und dann hat es da Kohlensäure entwickelt. So, und das würde ja dann im Fass passieren oder im Grauler. Ich müsste also innerhalb von 3 Wochen, also wenn in 3 Wochen oder in 4 Wochen Abfülltag ist, dann bräuchte ich 50 leere Bierflaschen. Ugh. Ja, ihr seht schon, das sind die schweren Herausforderungen des Lebens hier. Aber super geil, dass ich dieses Ding hier habe. Da kann ich mir jetzt wieder ein Bierchen machen und vielleicht hole ich mir doch so ein Fass. Ach, ich weiß es nicht. Helft mir mal, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Und was eure Erfahrungen sind mit den verschiedenen Art und Weisen, euer selbstgebrauchtes Bier abzufüllen. Damals in Deutschland habe ich es tatsächlich in Flaschen gemacht. Das waren halt so große Bügelflaschen, 1 Liter. Aber da nützt mir alles nichts, ist nicht hier. Also, Tor Nummer 1, Tor Nummer 2 oder Tor Nummer 3. Jetzt brauche ich erstmal ein Bier, ein Dosenbier. Macht's gut. Prost und auf Wiederhören.